Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Am Ende der letzten Aufnahmesession sind wir in dem Amauna-Dorf Satahusi angekommen. Weil scheinbar haben die ein bisschen Probleme mit den Leuten im Port Moor. Hier drüben. Und wir werden gleich schon komisch angequatscht. Leute, das Volk sieht man nur selten so hoch im Norden. Ah ja. Gut, was die Gegenstände vom Pre-Order angeht, habe ich jetzt mal den Obsidian Support angeschrieben deswegen und höflich gefragt, was damit ist, dass ich vorbestellt habe und nichts bekommen habe. Ich habe bis jetzt nur leider noch keine Antwort gekriegt. Haben auch viele noch nicht, was ich so in den Foren gelesen habe, also im Obsidian und im Steam Forum auch. Die haben auch ziemlich viele den Kundendienst also den Support angeschrieben und nichts bekommen. Bis jetzt habe ich nur von zwei Stück gelesen, die schon einen Key gekriegt haben für die Pre-Order-Items. Deswegen kann sein, dass der der Support von Obsidian gerade ziemlich ausgelastet ist. Oder sie halt wirklich das Problem haben, dass sie keine richtigen Support-Mitarbeiter haben und das Entwickler machen müssen, die sowieso gerade mit Bugfixing beschäftigt sind. Deswegen habe ich da ein bisschen Nachsehen. Ja, was ich immer noch herausfinden möchte, ist, wie das mit diesen Ressourcen hier, also den Klassenressourcen, funktioniert übrigens. Weil ich kann hier diese Ermächtigung machen. Kann nur einmal pro Begegnung angewandt werden. Und ich kann damit entweder meine Ressourcen wieder auffüllen oder Fähigkeiten verstärken, als ob sie Stufe 10 sind. Das habe ich jetzt im Loading Screen gelesen. Wir werden ja mal sehen, was dabei passiert und rauskommt. Möge der Wind so wehen, wie du es brauchst. Ah, danke. Na Mai, wer bist du denn? Reden wir mal mit dir. Mögen Amiras Winde in deine Richtung wehen. Okay, du hast uns nicht viel zu sagen. Wir wollen erstmal in das Häuschen des Häuptlings übrigens. Weil wenn wir schon hier in ihre Gemeinde eindringen... Oh, sitzt sie dort draußen oder ist die Sturmsprecherin die Schamanin und der Häuptling ist jemand anderes? What? You are joking. I'll say the captain is quite handsome. But sister, they are so small. Worüber haben die beiden sich unterhalten? Mögen Amiras Wille. Senden die Götter dir viele um? Was, du machst witzig. Ich sage, der Captain ist hübsch, aber Schwester, sie ist so klein. Schwester, sie ist so klein. Okay, gehen wir erstmal ins Haus des Häuptlings. Und werden beim Häuptling vorsprechig. Der nicht zu Hause ist, okay. Dann ist es wahrscheinlich wirklich die Sturmsprecherin draußen, die der Häuptling ist. Also müssen wir mit der da reden. Außer hier oben steht noch jemand rum. Oparu-Arbeiter. Die fischt hier rum, hä? Unsere Sturmsprecher beschützen uns und doch sind wir nach dem Sturm weniger. Ja, das hat dieser böse Sturm so an sich. Also können wir wohl nur mit ihr reden. In einem Stuhl vor dem Feuer in ihrem Heimatdorf wirkt Ikawa wesentlich entspannter. Sie stochert gedankenvoll mit einem langen Stock in den Kohlen herum. Ikawas Gesicht ist voller Falten und verblassender Narben, aber sie sieht dich ruhig und ohne Feindseligkeit an, als du näher kommst. I have had it shown to me on a map, the lands at the edge of the world. Man hat sie mir auf einer Karte gezeigt, die Länder am Rand der Welt. Wir sind hier am Rand der Welt, eigentlich. Nie hätte ich mir träumen lassen, je jemanden von dort zu treffen. They told me what became of your ship. I say again that you are lucky. It is the only ship that survives.
Ich habe gehört, was mit deinem Schiff passiert ist. Ich wiederhole, du hast Glück gehabt. Es ist das einzige Schiff, das überlebt. Und ja, in dem Fall heißt es wirklich überlebt. Ich überlebte, weil sie hat survives im Englischen gesagt. I could protect Port Maje, or else its ships, but not both. Perhaps Clario thinks I chose poorly. Ich konnte Port Maje beschützen oder seine Schiffe, aber nicht beides. Clario mag denken, dass ich die falsche Entscheidung traf. Ja. Okea macht Ärger in der Stadt. Warum mit den Valianischen Geschäfte machen? Fragen wir erstmal das. Akira, do not all people trade for the same reason? The Valians have brought us guns, medicine, wine and food. Some of them we have even convinced to help with the canoes. Ikera, also das ist ein Zustimmungs- oder Betonungsbegriff, handeln nicht alle aus demselben Grund. Die Valianer haben uns Waffen und Medizin gebracht, Wein und Essen. Einige von ihnen haben uns sogar mit den Kanus geholfen. Das ist irgendwie ziemlich eine Anspielung auf Indianer und sowas. My people have come to enjoy these things. The medicine has helped many of the children recover from fever. We gain from this peace. So long as Clario keeps his company masters away, we lose little. Meine Leute profitieren von diesen Dingen. Die Medizin der Valianer hat viele Kinder vom Fieber geheilt. Wir profitieren von diesem Frieden, solange Clario seine Meister aus der Gesellschaft von hier fernhält. Verlieren wir nur wenig dabei, also solange Clario die Valianischen Oberhäupter, die Valianische Regierung hier raushält. Ja, haben deine Leute den Riesen gesehen? Yes, one of the old titans, say the priests. Andra is angry. The why, our priests do not know. I am only glad it has journeyed elsewhere. Ja, einer der alten Titanen, sagen die Priester. Andra ist verärgert, doch unsere Priester wissen nicht warum. Ich bin nur froh, dass er weitergezogen ist. Ein Titan? Ngati, Andras realm harbors many great beasts. They say the ancestors of the Kahanga tribe and so their queen hold pacts with such creatures. My priests wonder if this is her doing. Ngati, das ist irgend so eine Art Untergöttin, aha. Mit einem menschlichen Körper und dem Kopf eines Seeteufels. Andras Reich ist die Heimat zahlreicher riesiger Bestien. Man sagt, die Ahnen des Kahanga-Stammes und damit auch ihre Königin würden mit solchen Wesen paktieren. Meine Priester fragen sich, ob das ihr Werk ist. Haben deine Leute, fragen wir nochmal. Wo ist er hin? Most fled the site of it, and Clario has provided little information. This was the subject of our argument. Perhaps he will tell you more. Ich weiß es nicht. Die meisten sind bei seinem Anblick geflohen und Clario will nichts dazu sagen. Dies war der Grund unseres Streits. Vielleicht verrät er dir ja mehr. Ja. Dieser Riese war Eotas. Ich muss wissen, wo er hin ist. Is it redemption you seek then? You risk much to chase a god across the sea. The Dawnstars too wish to meet this god. What if he does not wish to be found? Eotas, also suchst du Erlösung? Du riskierst viel, einen Gott über das Meer zu verfolgen. Der hat meine halbe Seele, ich will die wiederhaben. Ich hab's schon so lange geschafft, mir meine Seele zu bewahren und dann kommt da dieser Eotas und klappt mir die Hälfte. Ja, die Dämmerungssterne wollen diesen Gott ebenfalls finden, aber was, wenn er nicht gefunden werden will? Das ist mir egal, der hat meine Seele. Kannst du mir helfen, mein Schiff zu befreien? Yes. But it will take Clario's assistance. Convince him, and I will aid you. Ja, aber wir benötigen Clarios Hilfe. Überzeug ihn, dir zu helfen, dann bekommst du auch meine Hilfe. Warum brauchen wir Clario? You are one of his people now. It falls on him to protect you. Da habe ich aber nicht zugestimmt und keinen Vertrag unterschrieben. Du bist nun einer von seinen Leuten. Es ist seine Aufgabe, dich zu beschützen. Ja, wir haben dann noch das Problem mit Bokea. Iwaka seufzt tief und faltet die Hände in ihrem Schoß. Mokeha is proud, like her father. Each day this alliance tests her patience. What has happened? Mokeha ist stolz wie ihr Vater. Dieses Bündnis zerrt an ihrer Geduld. Was ist passiert? Ja, eigentlich will ich nur, dass sie zurückgibt, was sie gestohlen hat. Mokeha is no thief.
She has all she needs here. What need has she to steal? Okay, er ist keine Diebin. Sie hat hier alles, was sie braucht. Warum sollte sie stehlen? Ikawas Turm verrät, dass sie keine Widerrede duldet. The Valians must be mistaken. Speak with her. You will see. Die Valianer müssen sich irren. Sprich mit ihr und du wirst sehen. Ja, sie hat um ein Haar einen Mann getötet. Sprechen wir sie doch mal drauf an. Malkeha could have killed him, if she wished to. Is it not enough that he lives? Mokea hätte ihn töten können, wenn sie es gewollt hätte. Reicht es nicht, dass er noch lebt? Der hat ihr nichts getan. Sie muss nach Port Maya kommen und sich dem Gesetz stellen. Sie lebt in deinem Dorf. Du hast die Verantwortung für sie. Vielleicht könntest du ihr ein wenig Vernunft einbläuen. Ich bin noch nicht sicher. Nehmen wir das zweite. If you wish something from Mokea, my advice is to trade for it. Is that not how the outsiders get everything they need? Wenn du etwas vom Okea willst, rate ich dir, darum zu handeln. Ist dies nicht die Art und Weise, wie ihr Fremden bekommt, was ihr wollt? Yeah. Uh-huh. Nicht alle Fremden sind so. Fremde Leute deines Volkes sieht man nur selten so im Norden. Hm. Handwerkerin. Ikea, was für ein Sturm. Du kannst froh sein, noch am Leben zu sein. Was ist mit dir? Fancy a look at the wares, my friend? Nur einen Blick auf meine Waren zu werfen, mein Freund. Du bist fern vom Schuss, nicht wahr? Cozy spot, right? Not much competition apart from the basket lady. And the Hawana have coin to spend and goods to trade, same as the rest. Gemütliches Plätzchen, oder? Nicht viel Konkurrenz außer der Korbdame und die Hawana haben Geld zum Ausgeben und Waren zum Handeln, wie der Rest auch. Hast du den Kampf zwischen Rinko und Mokea gesehen? Did I see it? Best night of my life. She just... Hast du ihn gesehen? Die beste Nacht meines Lebens. Sie ist einfach... Sie legt kurz in die Luft und täuscht einen Schlagabtausch vor. And he was snuffed out like a candle, poor bastard. I assumed he was being his usual charming self. How he and the wife get on so well, I have no idea. Why do you ask? Und hat ihm das Licht ausgeblasen wie eine Kerze, armer Bastard. Ich nehme an, er war so charmant wie immer. Wie er und seine Frau so gut miteinander auskommen, ist mir ein Rätsel. Warum fragst du? Weißt du, wie das angefangen hat? Not really. I saw the Huano woman bearing down on him, looking like trouble. They argued for a bit. His buddies were dragging him down the road not long after that. Eigentlich nicht. Ich habe gesehen, wie die Huana-Frau ihn überwältigt hat. Sah aus, als steckte er in Schwierigkeiten. Sie haben eine Zeit lang gestritten. Seine Kumpels haben ihn kurz darauf in die Straße hinabgezogen. Okay, dann vergiss es. Sie nickt und sieht dich erwartungsvoll an. Zeig mir, was du anzubieten hast. Die besten Waren auf der Insel. Feuerseetang. Und Schleimaal. Yummy. Kurua-Kleidung, Wächterhelm aus Huana und Strandläufer-Sandalen. Was heißt Entschlossenheit? Ja, Kleidung, da sind, da ist Rüstung, das ist Kleidung, ja gut. Verbrauchsgegenstände nix. Nahrung und Getränke. Da ist nichts. Das sind Zutaten. Wir haben ein bisschen was schon an Geld, aber das will ich nicht alles so einfach rauswerfen. Hier könnte ich neu trainieren, aber das will ich auch nicht. So, das heißt, wir gucken mal, was sie selber zu ihrer Verteidigung zu sagen hat. Also Moika. Moika ist gerade nicht anwesend. Das heißt, wir können mal kurz alles durchleuchten, was sie hier hat.
Medizinische Vorräte. Azamatmuscheln und noch mehr Kleidung, aber nichts, was auf den Geldbeutel hindeutet. Außer sie hat ihn versteckt und wir müssen ihn erst finden. Nö. Und sie ist auch nicht zu Hause. Das ist komisch.